Hallo, mein Name ist Fabian Ritter. Ich bin der Leiter des Bereiches Meeresschutz bei Whale and Dolphin Conservation. Und ich stehe hier am Strand von Sylt. Hinter mir liegt nur ein paar Meter vom Strand entfernt das erste und einzige Meeresschutzgebiet, Walschutzgebiet. Und dahinter ist das Sylter Außenriff. Das ist ein noch viel größeres Naturschutzgebiet. Und beide gelten auch dem Schutz des Schweinswals. Wenn man genau hinschaut, dann erfährt man, dass in beiden Schutzgebieten immer noch mit Stellnetzen gefischt werden darf. Aus dem Sylter Außenriff werden Krabben rausgeholt mit Grundschleppnetzen. Das ist eine sehr zerstörerische Fangmethode. Wenn wir gutes Wetter hätten, dann würden wir hier am Horizont tatsächlich auch einen Windpark entdecken, der da auch mitten rein ins Naturschutzgebiet gebaut wurde. Und insofern ist es mit dem Schweinswaldschutz in Deutschland nicht so weit her. In der zentralen Ostsee ist es tatsächlich so, da gibt es eine Subpopulation des Schweinswals, die steht kurz vor dem Aussterben. Und insofern muss da noch jede Menge getan werden. Und genau deswegen setzt sich WDC seit vielen Jahren schon und seit 2023 auch mit der Unterstützung der Greenpeace Stiftung für den verbesserten Schweinswaldschutz in Nord- und Ostsee ein. Und natürlich sprechen wir mit den Entscheidungsträgern in der Politik, mit dem Bundesamt für Naturschutz, mit Vertretern des Bundesumweltministeriums. Wir sind in verschiedenen Fachgruppen anwesend. Zu unseren Aktivitäten gehört natürlich auch Medienarbeit, dass wir Berichte, Blogs, Newsletter und Artikel schalten und auch in der Öffentlichkeit sozusagen die Stimme für Schweinswale erheben. Und darauf bin ich ganz besonders stolz. Als Meeresbiologe haben wir uns zusammengetan mit internationalen Experten und mit anderen NGO-Partnern, um einen Bericht zu verfassen, der ganz deutlich klar macht, welche speziellen und zusätzlichen Maßnahmen für den Schweinswal in der zentralen Ostsee, der ja kurz vor dem Aussterben steht, ergriffen werden müssen. Und diesen Bericht haben wir unter anderem an die EU-Kommission geliefert, auch an die relevanten Behörden und Stellen in Deutschland. Und insofern werden wir nicht müde, uns für den Schweinswal weiter einzusetzen, auch in den nächsten Jahren. Und wir sind sehr, sehr dankbar für die Förderung durch die Greenpeace-Stiftung.